Leute, nach sehr langer Zeit ziehen wir uns mal wieder so ein Video rein. Die sind in Frankfurt in einem Club. Du wirst so wegcringen. Na gut, das will ich sehen. Auch 19. Yeah. Wie heißt du? Larissa. Larissa? Larissa. Papa macht mit 1000 Mädchen im Club rum, obwohl ich nicht mit einem Typen an dem Tag rumgemacht habe. Aber was hat er gemacht? Ich schwör auf deine Mutter, du hast es gesagt? Ich schwör auf meine Mutter. Freundschaft zwischen Mann und... Hey Junge, auf was bist du? Auf Piran! Das ist der. Was ist passiert? Er beleidigt mich als... Papa macht mit 1000 Mädchen im Club rum, obwohl ich nicht mit einem Typen an dem Tag rumgemacht habe. Alter, sie hat an dem Tag nicht mit einem Typen rumgemacht. Aber was hat er gemacht? Das weißt du selber, weißt selber nicht, Junge, als... Jetzt alle. Also, du kamst zu mir und sagst, oh Julie, war's nur fürs Video. Kannst du mich bitte nach Hause fahren? Ich glaube, die beiden lieben sich. Ich schwör auf deine Mutter, ich hab das gesagt. Ich schwör jetzt auf deine Mutter, du hast, ich hab das gesagt. Ich schwör auf meine Mutter, wir haben dich sogar nach Hause gefahren. An dem Tag. An dem Tag. Lügt man nicht, Junge. Lügt man. Wer nennt sie immer Junge, warum? Sind die zusammen? Ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt? Das ging aber schnell jetzt. Jetzt sind wir ja schon wieder direkt voll im Video drin. Und wie er einfach genießt. Er will einfach, dass sich die Leute streiten und stellt Fragen. Das war nächste Woche. Ich schwör auf deine Mutter, du hast es gesagt. Das war nächste Woche? Sag, ich schwör auf meine Mutter. Oh. Was? Hat er gelogen? Ja. Meine Mutter kann nicht. Sag, du, warte mal. Ich fühle mich wie beim Dings. Döner schneiden, Alter. Mir ist so warm, ey. Okay, Mädels, woher kommt ihr? Bensheim circa, also hier in der Nähe. Landsfrau? Polen. Polen? Ich komme aus Hemsbach. Ich bin halb Italienerin, halb Russin. Boah, krass. Habt ihr Freunde? Nein. Nö. Mal gehabt? Ja. Nein. Noch gar nicht? Nein. Ist noch Jungfrau? Ja. Stimmt das? Ja. Ja. Warum hast du so... Hat sie echt, sie hat echt so gemacht. Sie ist Jungfrau. Krass. Was treibt euch hierher? Wir sind öfter hier. Wallah? Okay. Was sind eure No-Gos bei Männern? Arrogant, ungepflegt. Ja, ein Mann muss gepflegt sein. Was meinst du mit ungepflegt? Einfach auf sein Äußeres achten. Hast du mal einen Typen, der richtig ungepflegt war, wo du so ein Treffen hattest? Nö, absolut nicht. Was willst du machen? Du triffst einen Typen und der stinkt so richtig aus dem Maul. Sofort weg. Nee, sorry. Aber wie würdest du es ihm sagen? Gar nicht, ich würde einfach weggehen. Ey, ich hab diese Arfa gesehen, ich hab mit denen geredet die ganze Zeit. Kennst du Arfa? Normal. Woher kennst du ihn? Du diese Club hier. Ja, was, woher kennst du ihn denn? Ich hab keine Ahnung. Sag mal, wo ich dich heute erwischt habe. Was? Was? Sei leise. Wo hat er dich erwischt? Beim Wo denn? Bei Toilette. Warum machst du sowas? Ich hab getrunken, alle. Woher kommst du? Aus Mannheim. Mannheim? Ja, ja. Was bist du für eine Landsfrau? Was? Wer war denn das? Bei Toilette, Alter. Das ist ja krass, Alter. Albanerin. Hast du strenge Eltern? Normal. Yeah. Und was sagen die dazu, dass du so drauf bist? Mega. Hey, sei leise. Hey, hallo. Wie viel Uhr ist denn das? Die ist ja komplett besoffen. Darf man die überhaupt filmen? Wie alt bist du? 19. 19? Yeah. Wie heißt du? Alicia. Alicia? Ja. Yeah. Bist du Single? Ja. Yeah. Das ist mein Schei. Wie alt bist du? 19. Auch 19? Yeah. Wie heißt du? Larissa. Larissa? Larissa. Hast du gehört, was sie heute angestellt hat? Was hast du angestellt? Auf Toilette, ich wurde rausgeschmissen vom Chef. Oho. Wo ist mein Kondom? So, hi. Das ist ja krass. Die haben die... Was ist das krass? Du Schlampe? Und dann feiern die das beide? Wieso fragt sie, wo das Kondom ist? Hi. Hi. Danke, mir geht's auch gut. Freut mich. Was macht ihr heute? Feiern. Feiern? Ja. Ah, du hast schon sehr viel getrunken. Ja. Wie viel hat sie getrunken? 3 Gläser? Nicht viel. Was ist der Plan heute? Ich muss morgen früh arbeiten gehen. Oh. Zahnarzt. Bist du beim Zahnarzt? Wie alt bist du? 20. Kennst du ihn? Er muss kurz gucken. Das ist einfach. Nee, keine Ahnung. Wer ist das? Arfa. Kennst du ihn? Ja. Woher? YouTube. YouTube? Was kennst du ihn? Der hat immer so Leute so richtig fetch gemacht. Stimmt es?
Arthur ist heute sehr abgefahren. Habt ihr euch mal in so einem Club klären lassen? Der ist einfach gegangen. Ich check gar nichts. Ja, aber ja. Was bist du für eine Landsfrau? Portugiesin. Echt? Hast du mal einen Freund? Ja. Wie viele? 2 insgesamt. Warum nicht mehr? Der eine ist mir fremdgegangen und der andere... Weißt du, jetzt krasse Story, haben denselben Ex-Freund. Er ist ihr mit mir fremdgegangen und mir mit ihr. Was? Schwör du auf deine Mutter, dass... Was sind das für Freunde? Was sind das für Freunde? Ich komme nicht ganz mit. Das ist ja heftig. Das sind dann beide die kompletten 31er Jahre, ne? Dadurch sind sie vielleicht Freunde geworden. Warum sind sie darauf stolz? Das ist so krass. Das ist so krass, ey. Das ist so krass. Ist er gelogen? Ich hoffe, meine Mutter hat gelogen. Meine Mutter? Meine Mutter soll jetzt sterben, wenn ich lüge, dass wir ihn nicht nach Hause fahren. Du lügst immer als Maul jetzt, Junge. Ich lüge immer. So krass. Also das ist so, in so einer unfassbar kurzen Zeit hören wir so viel Bullshit, aber auch von beiden. Ja. Also ich habe nicht mit einer zweiköpfigen Größeren rumgemacht als ich. Bist du eifersüchtig? Wegen deiner Schwester, die hässliche. Geh mal hier weiter, yalla. Du lieber, sag mir das. Was hat das mit meiner Schwester zu tun, also? Junge, du sagst ja in diesem Tinder-Video, ich hatte was mit deiner Schwester. Die haben beide auf ihre Mutter geschworen und beleidigen sich die ganze Zeit. Sind die ein Paar? Ich verstehe das nicht. Obwohl deine Schwester mit mir f***en wollte. Und wieso hat sie eine zweiköpfige? Sie hat zwei Köpfe größer, ne? Als Maul jetzt. Nur weil ich hab genug Beweise, ich kann jetzt jeden holen, Wallabilla. Ja? Ja, Wallabilla, ich kann jetzt jeden holen. Also wenn meine Schwester dir Loch gegeben hätte, hätte sie dir Loch gegeben, nur weil sie dir kein Loch gegeben hat. Nee, jetzt reicht's. Also auch so über die Schwester zu reden. Und auch inhaltlich ist das einfach nicht... Ich verstehe die Story nicht. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Wird das doch irgendwo aufgeklärt später? Nee, ne? Nur weil ich hab genug Beweise, ich kann jetzt jeden holen, Wallabilla. Ja? Ja, Wallabilla, ich kann jetzt jeden holen. Warum wird da so oft Wallabilla gesagt? Was bringt das? Ist das... Was ist die genaue Übersetzung? Macht das Sinn, das 4-mal in einem Satz zu sagen? Ich schwöre. Okay, aber selbst dann würde es ja nicht so... Also ich würde jetzt nicht in einem Satz sagen, 4-mal, dass ich schwöre. Das bringt 5% Crit? Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, okay, dann kann man das auf jeden Fall mal equippen und einfach mal in ein Gespräch mitnehmen. Also wenn meine Schwester dir Loch gegeben hätte, hätte sie dir Loch gegeben, nur weil sie dir kein Loch gegeben hat. Ich wollte selber nicht mal mit der F***en. Die wollte mit mir eher f***en, also als Maul. Also meine Schwester ist Jungfrau. Was ja, du bist, keine Ahnung. Die wollte aber mit mir f***en, aber ich wollte nicht. Boah. Ist das krass. Was ist denn das, wenn die das Video in 10, 15, 20 Jahren sehen? Das ist doch krass. Du hast jetzt auf deinen Gott geschwört. Du hast auf deine Mutter geschworen, aber ich habe die Wahrheit gesagt. Du hast gelogen und das ist der Punkt. Okay. Ich habe gesagt, meine Mutter soll jetzt sterben, wenn wir dich nicht nach Hause gefahren haben, dass du mit die... Digga, die ziehen da echt ganz schön viel Mütter und Gott mit rein. Ich weiß nicht, soll man... Ist das nicht schlecht? What the fuck? ...da im blauen Kleid rumgemacht hast. Kann man überhaupt... Warte mal ganz kurz. Kann man überhaupt auf Gott schwören? Das funktioniert doch gar nicht, oder? Wenn du an Gott glaubst... Ist ja eines der ersten Sachen, dass du nicht auf Gott schwören darfst. Aber wenn du nicht an Gott glaubst, macht es ja auch keinen Sinn, auf ihn zu schwören, ne? Also das auf Gott schwören macht ja an und für sich schon überhaupt keinen Sinn, oder? Also es geht doch gar nicht. Entweder glaubst du nicht an Gott, okay, oder du glaubst an Gott, aber dann ist es doch, dann darfst du nicht auf Gott schwören. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Vor allem, die sind besoffen in einem Club und schwören auf Gott. Ist Jugendsprache? Ja, das kann nicht Jugendsprache sein. Das ist ja, kann ich nicht auf Gott schwören. Mit wem hat er rumgemacht? Gib mal mein Kondom. Was soll sie geben? Hä? Mein Kondom. Dein Kondom? Mein Kondom. Hast du einen Pins oder was? Nein. Warum willst du dann... Was willst du zurückhaben? Ey, was hast du von ihr? Hast du ihr Kondom gerippt? Die hat sich gerade mit deinem Mädchen geschlagen. Die hat ihre Haare rausgerissen. Was sind deine Typen? Typen? Marokkaner? Warte mal, wir einfach so im Nebensatz erwähnt, jetzt sich gerade mit einer Frau geschlagen und die Haare rausgezogen. Und er so, ja, okay, das ist normal. Und dann wird einfach weiter interviewt. Auf jeden Fall, Locken, gute Körper. Kennst du ihn? Ich hab mit denen geredet. Sie wurde heute erwischt. Aber was denn? Ich hab denen gesagt, viel Glück mit seiner... Erzähl ihm mal, bei was du erwischt wurdest. Ja, du weißt doch. Sag ihm mal, bei was wurde sie heute erwischt? Mit meinem Freund. Ich hab mit meinem Freund. Und was hat sie dir abgerippt? Mein Kondom. Boah, ich bin schlimmer wie in der Hauptwache hier. Warum gibst du ihr Kondom nicht zurück? Ich will nicht mehr. Warum glaubst
vergessen mein Kondom. Ich schwing nicht mehr. Du hast benutzt mit... Nein, Wallah, ich hab nicht benutzt. Und warum nimmst du Kondome mit? Ey, das Blend, ich hab nicht mitgenommen. Wir haben kostenlos bekommen von DJ. Von DJ? Ja, ist kostenlos. Der DJ also. Der DJ. Der verteilt da einfach mal kostenlos Kondome. Und das funktioniert auch noch. Einfach der DJ. Hoch ist dein Bodycount? Null. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Wenn er stinkt. Ungepflegt, ja. Wenn er nicht weiß, wie er mit Mädchen umzugehen hat. Okay, und deine Typen waren was? Also guter Körper, so dass er halt auf sich achtet. Gymkörper. Ja, schon. Was meinst du aber mit Gymkörper? Wie viele Muskeln sollen da sein? Nein, das muss jetzt nicht, dass er so viele Muskeln hat, aber einfach, dass er halt auf sich achtet. So. Schon, dass er breiter als ich ist. Ich will keinen Lauch haben. Machst du Sport? Ja. Ist er jetzt zum Beispiel ein Lauch? Ist halt nicht mein Typ. Er ist aber schon ein Lauch, oder? Ich hätte Angst, dass ich breiter als er bin. Und bei dir? Also ein gepflegtes Äußeres ist mir sehr wichtig. Einfach mal komplett Bodyshaming betrieben vom Allerfeinsten, was? Einfach mal so in der Zwischenszene. Was zum Fick? Wie assi. Muskel muss jetzt nicht unbedingt sein, aber Hauptsache der Charakter muss stimmen. Steht ihr auf Bart? Wow, was war da denn? Was war das? Okay, das ist eine sehr interessante Wahl des Make-ups, finde ich. Das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Das muss am Licht liegen oder im Club oder was. Digga, das ist ja krass. Das ist vor allem aus dem Nichts so. Das ist voll so ein Jumpscare-mäßig, oder? Hauptsache, der Charakter muss stimmen. Steht ihr auf Bart? Einfach so, nein. Bam. Das liegt, glaube ich, an eurem Alter, oder? Nee. Was sagst du dazu, dass sie nicht auf Bart stehen? Das ist deren Meinung, so. Was soll ich sagen? Findest du seinen Bart jetzt nicht sexy? Es geht noch. Stehst du auf Bart bei Männern? Ja, schon. Arfa, Bart bei Männern. Hä? Bart bei Männern. Bart bei Männern. Also, wenn man sich viel schminkt, ist ja okay, aber die Make-up-Farbe stimmt einfach überhaupt nicht. Das ist einfach eine völlig falsche Farbe, oder nicht? Also, es ist mir egal, wie man sich schminkt, aber die Farbe ist einfach nicht korrekt, oder? Schreib mich zum Make-up-Experte. Nein, oder? Hä? Das war normal. Mal eine andere Frage. Du hast ja nie einen Freund gehabt. Ja. Meine beste Freundinnen. Ja. Hört ihr das mal an. Hört ihr das mal an. Was hast du gesagt? Wir haben denselben Ex-Freund. Er ist ihr mit mir fremdgegangen und mir mit ihr. Ehrenmann. Meine beste Freundinnen. Er sagt Ehrenmann. Er sagt Ehrenmann. Was für? Nein. Okay, was sind denn so eure No-Gos bei Männern? Das ist so krass. So ungepflegt sein auf jeden Fall. So dieses mit so, nee, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du darfst... Sonst war es nicht so dieses Verbieten. Also sagen wir mal so, wenn ich einen Freund habe, gehe ich automatisch nicht feiern. Das ist normal. Zum Beispiel freizügig anziehen und so auch nicht. Das ist normal, wenn er sagt nein und so. Das ist ganz normal. Was heißt denn für dich freizügig? Bist du gerade freizügig? Ja. Steh mal einmal auf für die Kamera. Boah, das ist unangenehm. Die Edits mit Slow-Mo und die Musik, das ist ganz unangenehm. Das kann nicht sein. Die arbeitet in der Zahnarztpraxis. Also die... Saug dir morgen mit so einer Pumpe, wenn du bewusstlos bist, Speichel aus dem Mund. Weißt du? Und jetzt da so in Slow-Mo Outfit zeigen. Die machen das auch noch. Er schlägt es vor, sie macht's und dann wird das noch so editiert. Findest du, du bist freizügig? Ja, schon. Ja, weil es nur einen Knopf hat. Ist oben und unten frei. Ach so. Also du sagst, du lässt dir gerne verbieten, dass du dich nicht freizügig anziehst. Ja, also wenn ich in einer Beziehung bin, schon auf jeden Fall. Man macht das automatisch nicht, also ich gehe jetzt nicht wie eine Nutte raus, aber ich darf schon noch aussuchen, was ich anziehe. Also ich muss jetzt nicht in den Schneeanzug rausgehen. Was tönt dich so richtig ab an einem Typen? Boah, wenn er wie Alessandro war, so, nein, ich poste keine Bilder, weil sonst machen zu viele Augen und so. Eigentlich soll nur die Zeitschicks nicht sehen. Wenn er frech ist, also wenn er keinen Respekt hat. Warum guckst du ihn dabei? So weird, so worauf sie stehen, worauf sie nicht stehen. Also das ist doch... Wenn er keinen Respekt hat oder das andere war ungepflegt, wenn er stinkt, ist das überhaupt eine Option? Man datet auch nicht einen Typen, der respektlos ist und frech und stinkt. Das ist doch, das ist doch, hä? Was findest du bei Frauen, Abturner? Ja, wenn sie mich versucht mit Messer umzubringen. Das muss man doch gar nicht erst erwähnen, dass das ein Abturner ist, oder? Was sind das für komische... Aber von allen sind die Antwort wahnsinnig komisch. Keine Ahnung. Ja, stimmt, was daten die für Typen in Frankfurt, ist dann die Frage. Okay, meint ihr auch, es gibt so Freundschaft zwischen Mann und Frau? Null. Null.
Hat sie mal was gehabt mit Typen? Nein, Walla nein. Weil die sagt null. Walla, die ist Jungfrau. Die? Wenn die eine Jungfrau will, hier, die ist hier. Aber läuft mit Kondome rum. Das ist ihre Freundin, wenn jemand Jungfrau will, hier, die ist hier. Walla! Walla, du läufst mit Kondome rum. Komm mal her. Wie hoch ist dein Bodycount? Ah, Walla, Frau. Ja. Wie viel? Zu viele. Die hat schon benutzt. Was hat sie benutzt? Diese Kondom! Von dir? Ey, wie hoch ist ihr Bodycount? Oh. Kannst du die auf eine Hand oder brauchst du mehrere Hände zum Zählen? Ey, yo! Wurde sie heute rausgeworfen? Von wo? Von hier? Fast. Weil der Clubbesitzer kam und hat ja gesagt, ich hab dich erwischt. Bist du schon mal fremd gegangen? Ich war 2 Jahre Beziehung, aber ich bin nicht fremd gegangen. Aber nach diesem Schluss, ich bin fremd gegangen. Deine Das ist ja dann nicht fremdgehen, oder? Also, hä? Du sagst, ich lebe jetzt mein Leben. Ja, normal. Was ist deine Lebenseinstellung? Was hast du dir so vorgenommen? Ja, ist so normal. Einfach so, Einfach normal. Das ist ihr Motto. So krass. Das ist heftig. Normal. Einfach so, einmal so was machen, fertig. Weißt du? Das ist die Lebenseinstellung? Das muss ich nochmal sehen, das ist ja krass. Einstellung. Was hast du dir so vorgenommen? Ja, ist so normal. Einfach so, einmal so was machen, fertig. Weißt du, aber wenn ich eine Beziehung fest habe, dann ich halte fest. Aber jetzt, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Aber wenn ich eine Beziehung habe, ich halte meine Beziehung. Okay, was ist dein Motto fürs Leben? Mein Motto fürs Leben, inshallah, für eine Familie, ein Mann, ein Kinder, ein Haus. Ein Kinder? Ja, sei leise. Kinder, auf jeden Fall, eine Zuhause. Aber ich rede ja von jetzt. Ja, normal, für... Weil du bist ja schon... Geil, das ist ganz schön viel normal in dem Gespräch, oder? Ich bin crazy drauf. Aber habe ich dein Einverständnis für das Video? Normal, frag Larissa. Na, ich frag ja dich. Ja, normal, frag Larissa. Habe ich dein Einverständnis? Normal. Ja, normal heißt ja, ne, in dem Zusammenhang. Krass. Ist es denn normal, Einverständnis zu geben? Ich glaube nicht. Normal kann man alles interpretieren. Das ist eigentlich keine Antwort. Er fragt 5-mal, ob er das Einverständnis hat. Er sagt immer wieder normal. Normal. Ja, normal. Bist du aus Frankfurt? Ja, Sachsenhausen. Man hört das. Bist du auch aus Frankfurt, Kondom? Ja. Kondom? Ich nenne dich heute Kondom. Ja, dann nennen Sie Kondom. Wo ist mein Kondom? Ich hab nicht mehr. Also sie schuldet dir jetzt ein Kondom. Habt ihr irgendeinen Stress mit einem Ex-Freund oder so? Und du? Ich hatte einen. Warum gescheitert? Ich hatte eine Fernbeziehung. Das war nicht das Wahre. Das hat nicht funktioniert. Wegen der Entfernung auch. Hast du ihn geliebt? Ja. Sie kommt ja noch relativ normal rüber, aber dann frage ich mich, was sie da im Club macht, oder? Das muss doch dann, das ist doch da dann schlimm. Was hat nicht funktioniert? Freundschaft zwischen Mann und Frau? Ja, aber ich glaube, von einer Seite entwickelt sich mehr was. Ist immer so. Es kann sein. Ich sag, wenn der andere schwul ist, dann kann es sein. Der andere was ist? Wenn der Typ schwul ist, kann es sein. Aber ansonsten? Schwierig, würde ich sagen. Was sagst du? Doch, es gibt Freundschaft zwischen Mann und Frau. Gibt's? Ja. Wie kommst du drauf? Hey, weil ich auch mit jungen Freunden bin. Wenn jetzt dein Freund, was heißt dürfte, wie würdest du es finden, wenn dein Freund mit einer guten Freundin zusammen weggeht? Nein. Alleine. In der Beziehung nicht, außer sie ist lesbisch. Adelan, warum sagst du dann, ist okay? Ja, aber ansonsten, wenn ich keinen Freund habe, ansonsten gibt es Freundschaft zwischen Mann und Frau. Aber halt nicht, wenn ich vergeben bin. Aber für das Video haben wir schon mal euer Einverständnis. Ja. Bist du auch beim Tinder dabei? Ja. Okay, wir drehen jetzt gleich einen Tinder. Wir brauchen noch 2 Mädels, Cut. Ja, es kommt drauf an. Ja. Ich glaube, wenn man zu gut wird, kann es... In dem Video noch, oder was? Irgendwann mehr werden, aber sonst normale Freunde schon. Ich habe auch Jungs als Freunde. Und das ist ganz normal. Ja? Also ja, man muss ja nicht unbedingt was haben miteinander. Zum Beispiel er. Wäre er so optisch dein Typ? Nein. Nein? Wie nein? Warum nein? Nicht böse. Was waren die nicht? Was waren die? Waren die nicht 19, die beiden? Was ist jetzt? Gemeint, aber nein. Wie alt bist du denn? Was schätzt du? 30. Ein bisschen älter. Er hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Wäre sie optisch dein Typ? Ah, geht. Ich glaube nicht so. Warum nicht? Soll ich ganz ehrlich sagen? Spange. Zahnspange? Ja, Zahnspange, ja. Die kommt doch irgendwann raus. Oh, in 2 Jahren. Wie lange bist du denn noch im Knast? 2 Jahre. Nach 2 Jahren hat sie es nicht mehr. Sagen wir mal ohne die Zahnspange. Dann wäre die top. Aber sie hat dich trotzdem gekorbt.
Was soll ich? Du bist optisch nicht mein Typ, du bist ganz nett, aber optisch einfach nicht mein Typ. Genau, ich habe eben gefragt, ob es Freundschaft zwischen Mann und Frau gibt. Ja, gibt, ja. Ja, ja, natürlich. Okay, mal die Frage so, bist du schon mal fremdgegangen? Ja. Was? Wann? Bist du einmal oder mehrmals fremdgegangen? Sei ehrlich. Einmal in meinem kompletten Leben. Warum hast du das... Was ist komplettes Leben, wenn die 19 ist? Alter, das ist jetzt nicht so viel, oder? Hä? Also guck mal, das war so. Sei ehrlich. Es war so. Ich war, ich hatte kein Interesse mehr an dem. Wir waren zusammen, ich hatte kein Interesse mehr an dem. Und der hat mir voll leid getan und ich wollte einen Schluss machen, weil es hat mir voll im Herzen weh getan, weil er war voll der herzensguter Mensch. Das ist ja noch asozialer. Boah, ist das kacke. Leute, macht sowas niemals. Wenn ihr unzufrieden in der Beziehung seid, macht Schluss, aber geht nicht fremd. Das ist ja Katastrophe. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ja, okay, irgendwie, ich brauche andere Leute. So, ich kann nicht. Ich hatte einen Crush auf jemand anderes. Und dann bin ich einfach fremdgegangen. Aber ich habe es ihm gesagt, eine Woche später. Also bin ich das geheim gehalten. Wo bist du fremdgegangen? Eine Woche später, ist ja nicht so, dass ich es geheim gehalten habe. Die rechtfertigt sich noch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Bei mir im Keller. Bei mir im Keller ist so... Wenn du runterläufst, ist es so wie, da kann man so Wäsche aufhängen. Wer war der Typ? Ein Marokkaner. Das reicht. Von einem Tunesier mit einem Marokkaner fremdgegangen. Bist du fremdgegangen? Niemals. Seit wann seid ihr jetzt Single? Seit einem Jahr. Ein paar Monate, ich weiß nicht genau. Was ist die Mission heute? Spaß haben. Ja. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du... Lass mich offen reden. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du jetzt ein Jahr kein S*** hast. Nein, hab ich nicht. Italiano hat sie. Oha, ja klar, ich hab so meine Leute mit den Schweiß, mit den Fassaden. Okay, du bist seit einem Jahr Single. Ja. Seit wie viel hattest du schon in einem Jahr? Oh, das war eine gute Frage, oder? Wow. Was geht denn ab? Das hört doch gar nicht auf, das Video. Das geht 20 Minuten. Ich nehme eine Liste. Du hast eine Liste? Ja. Zeig mal her deine Liste. Sie hat eine Liste mit wie vielen Jungs sie was hatte. Frata, Frate. Wie viele? Ja, Danny der Bastard. Danny. Warum? Der, guck mal, der hat mit der rumgemacht, obwohl wir was hatten. Wer jetzt? Sein Typ, Junge. Was war das? Scheiß auf den. Du hattest was mit einem Typen, sie hat mit dem rumgemacht. Ja, gerade eben. Ach, gerade eben? Aber das juckt mich nicht, weil ich mir nix von diese Junge. Würde es euch stören, wenn ich euch sagen würde, dass eure Achseln nach Zwiebeln riechen? Halt die Fresse, du stinkst nach Zwiebeln. Hey. Aber ich riech nicht nach Zwiebeln. Aber ich hab doch nur die Wahrheit gesagt. Sag doch auch hier. Ey, was geht ab? Ey, was geht ab? Labo, Tambi, Kahwa. Ey, was geht ab? Bleib mal hier, bleib mal hier. Wie geht's dir? Fass mal an, alle, fass mal an. Ey, Kahwa, klar. Ola, du siehst aus wie was weiß ich, alle. Erzähl mal. Das kann nicht sein. Was ist da los? Ewa, ich hab dir noch letztens genommen. Sie wurde heute rausgeworfen. Walla! Ja. Warum? Nein. Selina, was soll man noch sagen? Hä? Das... Ich kann's grad nicht fassen. Komm mal kurz, wie geht's dir? Gut. Die Nase ist voller Schminke. Auch gut. Stell dich mal vor. Guck mal, ich sag dir ehrlich, der hat Mundgeruch wie was weiß ich, Alter. Thunfisch! Walla, ein Thunfisch! Walla, ich war letzte Woche Samstag hier. Walla, sie sagt mich... Der hat... Das ist keine Schminke? Nein, das muss Schminke sein. Das geht, das kann nicht sein. Das muss Schminke sein, das muss Make-up sein. Das ist auf der Nase. Der hatte was mit einer Frau und hat davon die Schminke abbekommen. Deswegen hat er das auch hier an den Seiten und auf der Nase. Ich hatte mit vier Typen in 10 Minuten was. Boah, der steckt mir so, aber... Ich will keinen Namen sagen, aber du weißt ja, Momo. Ja, aber wollen die Zuschauer es ja wissen. War sie in dem weiter. Tinder-Video? Ja. Ja. Das stimmt nicht, sie wollte... Wir wollen jetzt wissen, wer. Sie hat mich unbedingt, die hat mich die ganze Zeit geküsst. Darfst du doch schon... Deine Mutter, ich hab jetzt die ganze Zeit mit da rumgemacht, sie ist die ganze Zeit zu mir gekommen. Aber du hast es doch gemacht, oder? Ja, hab ich gemacht, aber sie ist die ganze Zeit zu mir gekommen, hat mich geküsst. Aber du hast geschworen... Was ist dein Problem, was ist dein Problem? Ja, okay, dann hab ich's halt geschworen. Hä? Oh nee, du. Du hast deine Mutter geschworen und auf Gott. Er hat gelogen und sagt's jetzt. Ja, na und dann habe ich halt geschworen. Was ist das denn für ein Modus? Das gibt's nicht. Und was juckt dich das? Du hast es aber geschworen auf deinen Gott und alles. Ist es dir nicht? Wo habe ich auf meinen Gott geschworen? Hat er auf seinen Gott geschworen? Also Froschfresse, Allah. Geh mal hier weiter. Okay, dann bin ich eine Froschfresse. Ja. Yeah. Also ich war nicht der Einzige, also ich war nicht der nach Video. Hä? Geheult hat, ne, Julie? Weißt du, warum ich geweint habe? Ja, jetzt komm ausreden. Hör zu. Alter, du Blondine, hey, geh mal hier weiter. Bleib ich einfach alle weg?
Geh mal hier weiter. Weißt du, warum ich geweint habe? Weißt du, warum? Weil ich gesehen habe, wie falsch Menschen sein können. Was? Und vor Kamera lügen und alles nur wegen Fame, obwohl du nicht mal Fame abbekommen hast. Walla Billa lügt nicht, Julie. Walla Billa, verpiss dich mal hier. Ich kann dich gerne verpissen, weil ich die Wahrheit... Ja, verpiss dich dann. Ich sag die Wahrheit. Ich hab nur die Wahrheit gesagt. Darf ich die Liste einmal? Prost. Okay, ich mach die Zahl. Ich lese die Namen. Ich mach die Dings Landsmänner. Brasilianer, Marokkaner, Deutsch, Türke, Marokkaner, was ist das? Holländer. Zähl mal weiter. Iraner, Tunesier, Portugiese, Türke, keine Ahnung, Marokkaner, Ägypter, Marokkaner, Libanese, Italiener, Marokkaner. Was hat dir gefallen? Aber die haben ja irgendwas, was dir gefallen hat. Ich weiß nicht. Wie hoch ist dein Bodycount? 21. 21. Also so alt wie dein Alter. Noch mehr. Haben wir euer Einverständnis? Ja, klar, auf jeden Fall. Okay, danke schön. Ja, klar, auf jeden Fall. Okay, wir drehen jetzt gleich einen Tinder. Wir brauchen noch zwei Mädels. Cut. Heilige Scheiße, das ist echt krass. Bis jetzt die schlimmste Folge. Stimmt. Ach, wow. Ich bin sprachlos, ja. Ich kann nicht mehr schlafen. Ja, wir dürfen uns das nicht zu oft anschauen, aber ab und zu müssen wir uns das mal anschauen. Einfach für, dass man mehr schätzt, wie, es ist ganz schwer, niemanden hier irgendwie, ja. Ich mach einfach den Stream aus. Einfach mal Mama und Papa für die Erziehung danken. Ja, genau. Das ist es. Das können wir davon mitnehmen. Einfach auch mal froh sein. Dann können wir jetzt auch schön was mitnehmen. Schreibt jetzt oder morgen, oder wenn ihr das nächste Mal eure Eltern seht, einfach mal für die Erziehung bedanken. Einfach auch mal dankbar sein. Dass man einfach auch den Kontrast sieht. Weil vielleicht irgendwo, irgendwie, könntet ihr in diesem Video sein. Dafür schauen wir uns das an, um das mitzunehmen. Aber das hat schon gescheppert. Das muss man auch erstmal so sacken lassen dann.